Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Steve nicht so gute Laune wie in Willingen. Da schreit nicht so viel rum, weil wir schon Apfel hinter uns haben. Ja, wir machen eine kleine Enduro-Tour heute und nehmen euch mit. Steve hat sogar Mucke dabei. Hört ihr das? Geil. Ja, wir fahren mal los. Nehmen euch ein bisschen mit. Wir sind noch nicht sicher, ob wir überhaupt an das Ziel ankommen, wo wir hinfahren wollen, weil es ist halt schon ein bisschen anstrengend, ein bisschen weit. Aber mal sehen. Bis gleich. Leute, ihr habt gerade die Berge gesehen. Da müssen wir auch irgendwie wieder hoch am Ende. Das wird richtig witzig. Ich fand, der Weg hin geht jetzt noch so, aber ich glaube, am Rückweg wird schon spaßig. Kennt ihr diese Tage, wenn ihr einfach übelst Bock hattet, nochmal biken zu gehen, aber dann läuft gar nichts? Bei mir kommt immer so dazu, diese selbstgebauten Lines und Sprünge, die laufen halt nie so gut wie in einem Park. Ne? In einem Park sind die Sachen einfach gebaut, dass das Ganze funktioniert. Das macht einfach einen riesen Unterschied, finde ich. Aber ich finde halt auch, manchmal muss es gar nicht krass gut laufen. Ich finde, manchmal ist es einfach schon schön, draußen zu sein, in der Natur, mit Steve zusammen unterwegs zu sein und einfach trotzdem eine gute Zeit zu haben. Ich finde, das ist manchmal schon ausreichend. Man muss gar nicht jedes Mal übel die krassen Sachen gesprungen sein und neue krasse Sachen gelernt haben. Das ist immer schön, aber für mich persönlich ist beim Mountainbiken die Community und das Leute kennenlernen, Zeit in der Natur verbringen, Zeit mit den Leuten verbringen, die man gerne hat, das ist einfach mindestens genauso viel wert für mich wie irgendeinen neuen Sprung oder sowas schaffen. Und ich mag es einfach, auf dem Bike zu sein, die Seele baumeln zu lassen, den Kopf frei zu bekommen, ein Video für euch zu machen. Und ja, nichtsdestotrotz versuche ich jetzt noch ein paar gediegene Runden zu machen. Ich muss sagen, mir steckt das Training der letzten Woche in den Beinen ziemlich krass. Ich bin im Moment auf Diät, bin jetzt seit einer Woche vegan wieder. Das ist schon geil. Also ich habe viel Energie, aber ich habe mein Training einfach krass hochgeschraubt. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Kann ich euch gerne ein paar Infos mal zu geben. Deswegen heute ganz gediegen, einfach ein bisschen Bike-Gefühl trainieren. Nichts Wildes machen. Ist schon okay. We'll be right back.
So Leute, wir brechen den Heimweg an und es soll hier noch zwei Trails geben. Die gehen wir jetzt mal suchen, allerdings wurde hier viel abgeholzt. Schauen wir mal, wie wir zurückkommen. Wäre auf jeden Fall schön, noch ein, zwei Trails zu fahren. Ja, das sieht dann nach einem Trail aus. Uphill-Passage, Junge! Das ist schon steil, Digga. Aber das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, wo es weitergeht. Das ist doch nicht deren Ernst hier. Bro! Nein! Digga, weißt du, wie steil das ist? Das habe ich gar nicht gesehen von oben. Warte, ich versuche irgendwie wieder hochzuklettern. So. Das Digga, das ist richtig hart da unten. Ich dachte so, lass laufen. Digga. Junge, aber geiler Trail. Ich schwöre. So Leute, Härtetest mal wieder fürs Torque. Sieht ein bisschen flach aus, ist aber eigentlich ziemlich lange konstant steil. Ich wundere mich, dass es Steve auch auf dem Rad sitzt eigentlich. Ich dachte, der wird schon längst schief. Der hat auch noch Probleme mit erster Gang. Klappt auch nicht so. Aber naja. Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich gerade bei diesem kleinen Downhill-Stück fast gestorben. Das war irgendwie crazy. Ich habe auf jeden Fall krass gemerkt, dass es einfach krass gut war, dass ich vorher nicht gebremst habe. Wie Thomas gesagt hat, halt vor dem Hindernis nicht bremsen, sondern dann halt fahren. Ich denke, die Geschwindigkeit hat mich irgendwie gerettet. Ja, wir strampeln jetzt mal hier hoch und dann melde ich mich downhill von der GoPro wieder, aber Straße. Alles in allem war es trotzdem, auch wenn es auf den Trails nicht so mega gut gelaufen ist, einfach ein geiler Tag mit dem Steve zusammen mal wieder draußen zu sein, auf dem Bike zu stehen und auch nur so eine kleine Tour zu fahren. Und mittlerweile, muss ich sagen, gefällt es mir sogar manchmal auf der Straße unterwegs zu sein. Naja, lasst mir gerne ein Abo da, Leute, wenn ihr das nicht schon sowieso gemacht habt. Und ja, wir sehen uns jede Woche in zwei neuen Videos, falls du gerade das erste Mal zuschaust. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und ja, bis bald. Genießt noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor der Herbst und Winter kommt. Ciao, ciao.